Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt's Rise of Iron und zwar das Let's Play zur Story. Wenn wir hier nämlich drauf gehen auf die Erde, haben wir hier das Erwachen der Eisernen Lords, die erste Mission davon. Ich habe das Ganze schon mal durchgespielt, dachte mir aber, da ich es ohnehin dreimal durchspielen muss, mache ich es einmal im Livestream, einmal als Let's Play und einmal dann einfach noch so. Ich habe mir noch die Kostschorf geholt. Für alle, die noch wissen wollen, wie man an die Waffe kommt, in der Infokarte blende ich dann ein Video ein, wie man an die Waffe rankommt. Ich habe mir gedacht, ich mache hier genauso ein Let's Play, wie ich es auch schon bei The Taken King gemacht habe und wir fangen eigentlich direkt an. Los geht's! In den Jahren nach dem Untergang gab es keine Hüter. Es gab nur eiserne Lords. Unsterblich. Unerschrocken kämpften wir, um die Überlebenden einer einst großen Zeit zu beschützen. Es ging um mehr, als aus den Schatten zurückzukriechen. Die Eisernen Lords sollten der Menschheit ihre Zukunft zurückgeben. Manche kennen die Legende, doch niemand weiß wirklich, wie die Eisernen Lords ihr sicheres Ende fanden. Das musste man mit eigenen Augen sehen. Als Zeugnis. Als Erinnerung. Dass sogar Helden sterben können. Und überleben nicht siegen bedeutet. Nun bin ich der einzige Wächter. Meine Wache währt ewig. Und ich warte auf den Tag, wenn das, was wir gestört haben, erwacht. Die Eisernen Lords sind nicht mehr. Doch unser Kampf ist noch nicht vorbei. Das Haus der Teufel ist zurück. Sie durchsuchen Forschungslabore des goldenen Zeitalters im ganzen System. Das ist kein Zufall. Sie haben eine Mission. Zuerst war die Vorhut nicht sonderlich besorgt. Jedenfalls nicht, bis die Teufel sich entschieden, wieder ins Kosmodrom zurückzukehren. Die Teufel verfrachten Ressourcen in ein Gebiet in der Nähe, das schon seit Jahrhunderten still liegt. Eigentlich würde ich sagen, ein Tag wie jeder andere. Außer, dass alle darüber reden, dass Lord Saladin seinen Posten beim Eisenbahner verlassen hat, um sich persönlich um die Situation zu kümmern. Doch statt uns direkt ins Kosmodrom zu schicken, will Saladin, dass wir ein verlassenes Observatorium in den Bergen untersuchen. Seltsam. Eine Gefallenengruppe hat den Fellwintergipfel erobert. Wir sind unterwegs, doch wir werden es nicht rechtzeitig schaffen. Du musst das Observatorium am Gipfel sichern. Es ist unabdingbar, dass die Gefallenen auf diesem Berg nicht Fuß fassen.
Wenn die Gefallenen sich den Berg hinaufarbeiten, dann ist es ihr Ziel, das Observatorium Vostok zu erobern. Was würden die Gefallenen denn mit einem verlassenen Außenposten wollen? Dinge, die besser begraben bleiben sollten. Es gibt eine Gondelbahn in deiner Nähe. Nimm sie zum Observatorium hinauf. Alles klar. Ich bin froh, dass ich mich wenigstens passend angezogen habe hier zu dieser Bergtour. Aber ich würde mal sagen, let's go mit Rise of Iron. Also gut. Gondel, meinte er, ne? Dann gehen wir doch zur Gondel. Gefallene Schweber. Ja, es tut gut, wieder die erste Waffe in der Hand zu halten, die wir damals hatten. Ein gutes Gefühl. Die kann man auch noch umstellen, das werde ich dann nachher noch ein bisschen ausprobieren. Was mir da mehr zusagt, die kann man auch, glaube ich, 3 Schuss, 1 Schuss oder vollautomatisch. Also in ein Impulsgewehr, Automatikgewehr oder Scoutgewehr umwandeln. Schauen wir uns dann alles natürlich an. Also, Gondel, Gondel. Was hast du Schönes für mich? Oh, das hier war seit 400 Jahren nicht mehr aktiv. Seit 400 Jahren ist es nicht mehr aktiv gewesen? Da steigen wir jetzt ein. Na, klasse. Na gut. Mal gucken, ob es noch was hermacht, das Ding. 400 Jahre. 400 Jahre! Hui. Bei so einem Empfang könnte es eine Spur zu ehrgeizig sein, das gesamte Observatorium absichern zu wollen. Es gibt einen Innenhof im hinteren Teil der Anlage. Wenn du ihn sichern kannst, dann sollte es dir möglich sein, sie bis zu unserem Eintreffen vom Eisentempel fernzuhalten. Moment mal. Eisentempel? So wie Eisenbanner? Eiserne Lords? Bleib konzentriert. Es steht hier zu viel auf dem Spiel. Pass auf! Ja, die habe ich schon gesehen. Keine Angst. Einer lebt aber noch da. Ah, da. Oh no. Damit komme ich nicht so gut klar. Ja. Ich denke, es gibt noch mehr davon. Ha, was du nicht sagst. Das Gefühl habe ich auch. Okay, alles sauber töten. Frag mal die Schrotflinte weg, Junge. Mir gefällt diese kleine Metallschachtel nicht mehr. Nein, mir auch nicht. Wow! So einen Treffer können wir nicht nochmal wegstecken. Spring! Also gut, los geht's. Mit einer schönen Rolle. Was ich nicht verstehe. Wenn es da oben etwas Wichtiges gäbe, warum hat die Vorhut diesen Tempel all die Jahre nicht beschützt? Der Verantwortliche für diese Städte und ihre Geheimnisse bin ich. Und warum hast du es nicht beschützt? Gut, alleine geht das schwer. Okay. Schöner kleiner Pfad. Wie weit ist das Schiff weg ist? Ein Headshot. Das war ursprünglich das Ziel. Und dann die restlichen töten. Weil das funktioniert nicht ganz so, wie ich es geplant habe. Ich habe nicht mal mehr Schüsse. Scheiße. Ruhe. Ah, hier. Du weißt schon, dass hier mehr als nur ein paar Gefallene sind. Ja, ja. Nur fürs Protokoll. Bin hier dran, Mensch. Wir können es uns nicht leisten, dass auch nur einer sich das aneignet, was sich auf diesem Berg befindet. Ich mach ja schon. Da geht irgendwie überall ein bisschen alles flöten.
Okay, das hier ist nicht mehr kaputt. Oh, nice. Wir haben ein bisschen Eile, Eile. Schnell, schnell. Ansonsten wird das nichts hier. Mit Rettung und Sicherung. Verdammt. Jetzt ziehen wir mal eine Linie. Ah, jetzt ist es ein Impulsgewehr, ne? Die springen vom Berg runter. Verdammte Axt. Jetzt hätte ich mir das automatische Gewehr doch eher gewünscht. Das passt mir irgendwie auch nicht so ganz. Moment mal. Halbautomatisch stellt Schussverhalten auf halbautomatisch mit höherer Mündungsgeschwindigkeit ein. Achso, muss ich einfach klicken. Den Abzug betätigen. Um das Ganze hier zu töten. Okay. Feinde. Ich habe mit ein bisschen mehr Gegenwehr gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Da kommt die Gegenwehr. Sei vorsichtig. Ich registriere da etwas in unserer Nähe. Ja, ja. Ich bin auch immer vorsichtig. Sie ist nicht schlecht, die Waffe. Es ist halt einfach Nostalgie. Weswegen ich sie dabei habe. Die gute alte Nostalgie. So. Okay, Sepix. Servitor! Warte! Sepix Primus? Er sollte doch tot sein! Sollte er, ja. Diese Energiesignatur ist seltsam. Stammt nicht von den Gefallenen, aber sie regeneriert sich. Hast du gesagt, dass er sich regeneriert? Töte Sepix-Hüter jetzt! Sofort! Jawohl. Ist nur noch die Frage. Die Frage wie, mein Lieber? Der Servitor das ist, was ich annehme, dann werden ihm die Tempeltore nicht standhalten können. Du musst ihn vernichten, bevor das passiert. Ja, da standen. Er wird vernichtet, bevor das passiert. Oh, Scheiße. Verhindere, dass Sepix in diesen Tempel eindringt. Ich müsste jetzt mal einen Schild wegkriegen von dem. Er ist immun. Ah, jetzt. Geht doch. Nein! Mein Bogen vergeudet! Für nichts und wieder nichts. Wir gehen hier mal hoch. Die Höhe ist der Freund. Ach komm. Aber ich glaube, wir kriegen ja gleich Unterstützung. Ich sag's ja. Wir müssen ihn schnell töten, bevor die Unterstützung hier ist. Ich bleibe mal ganz kurz nach, für alle Fälle. Genau, kratz ab, Sepix. Das ist schon mal getan. Tu es wieder. Okay. Jungs. Empfange Signale von Verstärkung, die sich unseren Koordinaten nähert. Ich weiß. Ich eile ja, mein Großer. Ich eile ja. Sepix! Gut, sehr gut. All der Aufwand nur, um in einen alten Tempel einzubrechen? Auch alte Wölfe beißen noch.
Shiro, wie ist dein Status? Ich umkreise den Bereich. Soweit alles okay. Bin gleich da. Gut gemacht, Hüter. Der Tempel ist gesichert. Nun können wir... Shiro, erfasse ihn! Ich empfange gerade... Warte! Mehrfache Treffer nahe des Walls in Sektor 17. Sie attackieren das Sensorenraster. Sie wissen, wo Siva ist. Hüter, geh sofort ins Kosmodrom. Falls Sepix entkommt, haben wir mehr als nur ein Gefallenenproblem. So, das war Folge 1 von Rise of Iron. Falls euch das Let's Play gefallen hat und ihr mehr Let's Plays von mir sehen wollt, ich habe noch einen Let's Play-Kanal, den blende ich in der Infokarte ein und hier im Outro gibt's auch noch weitere Let's Plays zu sehen auf dem Let's Play-Kanal, falls man sich dafür interessiert. Gut, lasst doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Rise of Iron. Bis dann.